Herzlich willkommen zu dem ersten Video von 7 vor Ostern. Dieses Video soll dir einfach 4 Übungen an die Hand geben, die du zwischen 10 bis 20 Wiederholungen hintereinander durchführst, danach die nächste Übung, alle 4 Übungen hintereinander, dann eine kurze Pause und das insgesamt 4-mal. Du sollst jetzt einfach vor Ostern wieder ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen mehr in den Flow kommen. Natürlich kommt auch der Sommer, also für die Bikini-Figur, da tut es dir auf jeden Fall auch was Gutes und Hauptsache die Ernährung passt noch. Wenn dir das gefallen hat und du noch mehr Lust hast, von mir zu erfahren, wie ich meine Kundinnen zu ihrem Traumkörper verhelfe, dann darfst du gerne später hier oben draufklicken, dann öffnet sich die Beschreibung und da kannst du dann den Link klicken, um den Bikini-Test zu machen. Aber jetzt geht's los mit der ersten Übung. Ganz viel Spaß! Diese Übung ist eine wahre Ganzkörperübung. Die geht auf den Po, geht auf die Arme. Schaut auf jeden Fall, dass ihr euch ganz nach oben durchstreckt, dass euer Knie nicht so weit hinten auf dem Boden liegt, sondern ihr in der obersten Position in einem Vierfüßlerstand seid und euer Bein ganz nach oben bringen und den Po dabei angespannt lassen. Geht hier auch so tief wie möglich ausatmen beim Hochgehen. Ihr legt euren Oberkörper bei der nächsten Übung ganz auf den Boden, die Beine bleiben aber die ganze Zeit in der Luft und dann zieht ihr eure Arme her und den Oberkörper nach oben ziehen bis zu den Knien und mit den Armen die Knie umgreifen, ausatmen, hochgehen. Bei der dritten Übung geht ihr in die Brückenposition, Schultern sind die ganze Zeit auf dem Boden. Füße so nah am Po, wie es geht und dann geht ihr auf die Zehenspitzen, drückt euch ganz nach oben mit eurem Po, Po oben nochmal anspannen und dann die Knie auseinandernehmen und wieder zusammen und dann geht es wieder runter. Ausatmen, wenn ihr hochgeht, einatmen, wenn ihr runtergeht. Haltet die Spannung und den Bauch eingespannt, eingezogen. Bei der nächsten Übung drückt ihr euch in der umgekehrten Brückenposition ganz nach oben und dann zieht ihr den einen Arm, den rechten Arm, auf die linke Seite und drückt, wenn ihr den Arm auf der linken Seite habt, euren Po nochmal richtig aktiv nach oben. Ausatmen beim Hochgehen und wenn ihr euch rüberdreht. Schauen, dass ihr die Brust schön dehnt, indem ihr euch schön hochdrückt. In der Ausgangsposition ganz oben. Richtig schön in die Streckung gehen, wenn ihr euch rüberdehnt mit eurem Arm und eurem Po nochmal zusätzlich nachdrückt von unten nach oben. Das ist eine mega anstrengende Übung, auch eine Ganzkörperübung, aber dehnt euch gleichzeitig auch richtig gut. Schaut hier auch wirklich auf eine saubere Ausführung. Das ist ganz. Die 4 Übungen gefallen, sie haben dir Spaß gemacht und jetzt für weitere Informationen, wie gesagt, darfst du gerne unten den Bikini-Test machen für 3 kostenlose Tipps oder komm einfach in die Bikini-Shape-Community, indem du dich gleich dafür entscheidest, ob du zu Hause abnehmen möchtest mit dem Home-Programm oder dem Gym-Programm, dann darfst du gerne auch unten unter bikinishape.de vorbeischauen und dich entscheiden, mit uns zusammen Gas zu geben. Auf jeden Fall die perfekte Zeit jetzt im Sommer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Workout und bei den nächsten 4 Übungen für dich. Bis dann!